Ein Herzenskummer heilen. Ich möchte ein kurzes Video dazu machen, weil sich doch immer noch viele damit beschäftigen und darunter leiden. Was ist Herzenskummer? Herzenskummer ist, wenn das Herz schmerzt, wenn die Liebe gebrochen ist, wenn ich nicht in Liebe bin, wenn ich in Mangel bin, wenn mir etwas fehlt, wenn mir Liebe fehlt. Und hier ist es so wichtig zu erkennen, wenn mir etwas fehlt, bin ich in einem Seinszustand des Mangels, bin ich in einem Denkzustand des Mangels, sehe ich die Dinge fehlen und bin so fokussiert, quasi in einem Tunnelblick, dass ich nicht sehen kann, dass eigentlich alles da ist, was ich mir wünsche. Weil ich meinen Fokus so eng geschraubt habe auf eine Situation, auf eine Bedingung, auf eine Person und ich gar nichts mehr anderes sehe, außer diese Person, die fehlt. Und in diesem Moment, wenn ich diesen Herzenskummer heilen möchte, muss ich verstehen, dass alles aus mir heraus entsteht und dass alles, was ich da draußen sehe, aus mir heraus meine Ansicht ist, meine Meinung ist, meine Rückschlüsse sind und meine Geschichte. Und jetzt möchte ich dich einladen, wenn du unter Herzenskummer leidest. Du siehst, du schaust auf einen Punkt, du schaust auf eine Situation hin, wo du Leere siehst, wo du Mangel siehst, wo du Fehlen siehst. Und jetzt gib dieser Leere, diesem Mangel, gib mal Augen. Gib deine Augen raus und setz sie in diesen Mangel rein, den du gerade siehst und schau dir selber in die Augen. Schau dir von dort aus, von diesem Punkt in die Augen. Schau dir selbst in die Augen. Sehe, wie ein Teil von dir, wie du in einer anderen Version aus dem Mangel herausschaust und dich anschaust, dich selber betrachtest wie ein Spiegel. Und mit deinen Augen diese ganze Perfektion und die ganze Erfüllung siehst, die dich darstellt. Sehe dich, schau dir in die Augen, mach das vorm Spiegel, mach das vor der Kamera, vom Handy. Und sehe, wenn du hinausschaust aus der Leere, aus dem Kummer, aus dem Leid, zu dir zurück schaust, dich fokussierst, dann siehst du die Erfüllung, die du suchst. Die Erfüllung, die du bist, ohne Bedingung, ohne Geschichte, ohne Denkmuster, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft. Jetzt in diesem Moment präsent. Es ist da. Es ist da. Aber du schaust dorthin, wo es nicht ist. Du schaust aus dir heraus. Du hast dich verlassen. Du bist von dir weggegangen in eine Situation, in einen Menschen, hast dir das kreiert, das besteht aber in Wahrheit nicht, weil in Wahrheit bist du alles. Und wenn du aber ins Nichts schaust und dich mit dem Nichts identifizierst, bist du der größten Lüge aller Zeiten aufgesessen. Denn das, was du aussendest, ist deine Realität. Das, was du siehst, ist deine Realität. Und wenn du in die falsche Richtung schaust, und zwar aus dir heraus und nicht in dich hinein, wirst du immer Herzenskummer haben. Wirst du immer einen Grund für Herzenskummer haben. Wirst du immer einen Grund für Mangelkummer haben. Wirst du immer einen Grund haben, um nicht geliebt, nicht unterstützt, nicht erfüllt zu sein. Aber es ist die falsche Perspektive. Du schaust raus, du suchst im Außen etwas, was immer schon in dir war. Und wenn du jetzt diesen Griff, diese Klammerung des Außen, der 3D-Welt, der Fata Morgana loslassen kannst
und dieses Prinzip der Schöpfung und der Manifestation für dich voll und ganz annimmst, musst du jetzt nur deinen Blickwinkel, deinen Blick verändern und aufhören, ins Nichts zu schauen, aufhören, in den Mangel zu schauen, aufhören, dorthin zu schauen, wo die Dinge niemals sein können, wenn du sie nicht zuerst in dir gefunden hast und sie sich aus dir heraus reflektieren. Und das geschieht ganz automatisch, weil da musst du nicht suchen in der Leere. Wenn du in der Leere suchst, wenn du in der Leere versuchst, etwas zu finden, was du in dir selber noch nicht aktiviert hast, was dir selber noch nicht klar ist über dich, über deine Identität, über deinen Seinszustand, wird diese Leere nicht verloren gehen. Dann wird sie bleiben und du wirst meinen, du bist leer, aber nur, weil du die Fülle in dir selber nicht erkennen kannst. Und das ist das, was ich dir helfe zu sehen. Ich helfe dir, dich selbst zu sehen. Ich helfe dir, dich in deinem kompletten Divine Design zu sehen. Ich helfe dir zu sehen, dass niemals etwas fehlt. Ich helfe dir zu sehen, wer du bist und aus diesem wahrhaftigen dich selbst sehen, wirst du eine Reflexion, eine Lebensreflexion, eine Lebensaufgabe, ein Lebensbusiness von dir erkennen können, das auch schon lange da ist. Aber zuerst musst du dich selber aktivieren. Ich aktiviere dich nicht. Es aktiviert sich alles von selber, wenn du weißt, wie es funktioniert, wenn du weißt, wer du bist. Und dann bist du aktiviert. Da brauchst du keine Aktivierung im Außen. Du aktivierst dich selber. Möchtest du das mal erleben, wie das ist, mit mir zu sprechen und aktiviert zu werden? Dann schau in die Description Box below, in die Beschreibung unten. Da findest du jetzt noch, es wird sich ab 1. Oktober viel ändern, was die 1:1 Gespräche betreffen. Sie werden auf jeden Fall teurer und ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch eine Stunde 1:1 Gespräche anbiete in diesem Rahmen, weil es immer nur der Anfang ist, weil es immer nur ein kleiner Moment des Lichtes ist, wenn du ein Gespräch mit mir hast, aber es ist eine lichtvolle Reise, die du betreten darfst und auf der ich dich gerne begleite. Also nütze die Chance dieser Gespräche. Und wenn du sowieso schon weißt, dass es eine Reise ist, dann steig ein in Rising Up. Es sind so wunderbare Frauen auf dieser Reise und sie möchten gerne, dass du mitreist und dich mitnehmen. Melde dich diesbezüglich bei mir, denn es ist wirklich wichtig, dass du in die Gruppe passt und dass du es ernst meinst, weil ich möchte nicht dein Geld, ich möchte dein Glück, deine Glückseligkeit und deine Erfüllung. In diesem Sinne, ich bin unterwegs, du siehst es, die Videos sind ein bisschen hier aus dem Camper, aus verschiedenen Locations.